groß, flauschig und so anhänglich, dass manche sie Hundekatze nennen. Die Maine Coon ist eine der beliebtesten Katzenrassen weltweit. Warum Coonies für viele zu Recht absolute Lieblingstiere sind, erfahrt ihr hier im dazu passenden Rasseporträt. Ihr wildes Äußeres ist der norwegischen Waldkatze sehr ähnlich. Die Maine Coon ist genauso robust wie sie, stammt aber aus den USA. Genauer aus dem Bundesstaat Maine im Nordosten an der Grenze zu Kanada. Damit wäre auch ein Teil ihres Namens geklärt. Unter anderem hat mit Waschbären englisch Raccoon zu tun. Es ist aber nur ein Gerücht, dass sie eine Mischung aus Katze und Waschbär wäre, denn das ist biologisch nicht möglich. Aber ihr buschiger Schwanz und ihre ungewöhnliche waschbärenähnliche Liebe zum Wasser könnte mit den Namen wirklich zu tun haben. Jedenfalls gilt sie als echte Naturrasse, denn ihre Urahnen entwickelten im rauen Klima des amerikanischen Nordens dieses wuschelige Fell, mit dem sie vor Wind und Wetter geschützt waren. Die Einwohner Maines waren immer sehr stolz auf ihre besondere Katzenrasse und zeigten die Maine Cats schon um 1870 herum auf den ersten Katzenshows. Gezielt gezüchtet wird die Rasse aber erst wieder seit den 1960er Jahren. Seit 1983 ist sie offiziell anerkannt. Aber Showcharakter hatte ihr Aussehen schon immer. Die Maine Coon ist eine der größten Katzenrassen überhaupt. Sie kann bis zu 120 cm lang und 40 cm hoch werden. Kater können ein Gewicht bis zu 9 Kilo erreichen, Katzen zwischen 4,5 und 6 Kilo. Sie hat einen muskulösen, langgestreckten Körper mit breitem Brustkorb und starken Beinen. Der abgerundete, keilförmige Kopf ist markant und sehr charakteristisch. Mit faszinierenden, leicht schräg stehenden Augen und großen, spitzen Ohren mit kleinen Haarbüscheln. Und der berühmt-berüchtigte, buschige Waschbärschwanz, der etwa so lang wie der Körper sein sollte. Ihr Plüschfell gibt es nahezu in jeder Farbe. Die halblangen, seidigen Haare können schwarz, weiß, rot, blau oder cremefarben sein. Gold ist nach Rassestandards nicht erlaubt, auch keine gestickten, mehrfarbigen Stichelhaare. Die großen, weit auseinanderstehenden Augen der Rassekatze sollen klar sein und zur Hautfarbe passen. Ebenso eindrucksvoll wie ihr Äußeres ist ihr Charakter. Die Maine Coon ist sehr gesellig und total aufgeschlossen. Sie mag Menschen, ihre Artgenossen und auch andere Haustiere. Und sie ist gerne in der Nähe. Sie begleitet ihre Menschen auf Schritt und Tritt. Dann kann es sein, dass sie richtig gesprächig wird und sie fordert auch gerne Streichel- und Spieleinheiten ein. Der natürliche Spiel- und Jagdtrieb kommt natürlich auch bei der Mäuse- und Rattenjagd durch. In Amerika gilt sie daher nach wie vor als Working Cat, also als Gebrauchskatze. Coonies sind sehr intelligent und können sogar ein paar Tricks und Kunststückchen lernen. Ganz nach dem Motto Hundekatze apportieren manche sogar gerne. Dass sich eine Katze auf so ein Niveau herablässt. Schon lustig, welche Besonderheiten einzelne Rassen haben. Schaut doch mal auf unserem Kanal, da findet ihr noch mehr Rasseporträts und viele tolle Videos. Einfach abonnieren, das Glöckchen klicken und dann bekommt ihr auch immer sofort mit, wenn es etwas Neues gibt. Ihren großen Bewegungsdrang lebt die Maine Coon natürlich am liebsten als Freigängerin aus. Weil sie so umgänglich ist, eignet sie sich aber auch gut als Wohnungskatze. Dann solltet ihr aber einige wichtige Dinge besonders beachten. Ihr Spieldrang und die kräftige Statur beanspruchen viel Platz, also sollte die Wohnung nicht zu klein sein. Kratzbäume und Katzenklos sollten genügend Platz bieten, stabil sein und feststehen. Außerdem sollten in eurer Bude keine tropischen Temperaturen herrschen. Mit ihrem dichten Fell verträgt die große Sandpfote keine Hitze. Sorgt daher auch im Sommer immer für genügend Abkühlung. Die Coonies stehen ja total auf Wasser. Nutzt das doch als Idee für ein paar Spielchen. Anregungen findet ihr in unseren Lifehacks und Do-it-yourself-Tipps auf unserem Kanal. Die Pflege der flauschigen Riesen ist erstaunlich unkompliziert. Die weiche Unterwolle und das halblange Deckhaar neigen nicht dazu, Knötchen zu bilden.
Daher reicht einfaches Bürsten bei Wohnungskatzen sogar nur einmal in der Woche, während des Fellwechsels aber natürlich täglich. So große Katzen wie die Kunis brauchen zudem hochwertiges und ausgewogenes Futter. Achtet bei der Futterauswahl daher auf die wichtigsten Nährstoffe, passend zu jeder Lebenslage. Habt ihr schon mal Bekanntschaft mit solch einem sanften Riesen gemacht? Könnt ihr die Begeisterung für die Maine Coon verstehen? Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von ihr haltet. Ciao, miau und bis bald mal wieder.